Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Resident Evil. So, damit ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich den dritten Abschnitt in Angriff nehmen, die Rückkehr zum Herrenhaus, weil ich habe nämlich den Helmschlüssel und ja, ich nehme halt die Schrotflinte mit plus ein Farbbänder. Nein, den Farbbänder lasse ich ja hier. Brauche ich ja nicht. Noch eine Pistole. So, okay, brauche ich hier noch was? Ich glaube nicht. Ne. So. Weil es gibt ja noch ein paar Bereiche noch, die ich noch nicht erkundet habe. So. Ne, hier brauche ich nichts. Okay. Oder? Mitnehmen? Ah, ich denke mal, eine kann man vorsichtshalber mal mitnehmen. Einmal eine blaue Pflanze. Falls ich doch mal vergiftet werde oder so. This is Brad. Come in, Stars Alpha Team. Come in. This is Jill. I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad! Shit. It's broken. Okay, der Brad hat sich gemeldet und ja. Jill kann keine Antwort nicht geben, das heißt, improvisieren. Und halt irgendwie andersweitig ein Zeichen. Oh, Hunde. Waren da nicht cremig? Aber gut. Kümmere ich mich später. Hier ist die okay, die Schlangen haben ihren Ort gewechselt. Oh. Okay. Mal schauen. Ah, vergiftet. Okay. Okay, jetzt gelb. So. Die Schlangen haben ihren Standort gewechselt. Finde ich nicht so gut. Okay, ne, hier ist ja keiner. So, das ist der Aufzug. Ah, lass ich mal da. Für später. Nochmal durch den Schuppen. So, mal schauen. Okay, jetzt bin ich da. Da gibt es noch ein paar Räume, die ich noch nicht gemacht habe. Nämlich in den oberen Etagen. So, okay. So. Da habe ich noch zwei, drei Räume oder so. Aber gut, ja. Oh, was haben wir da? Ausrüstung. Okay, schütze dich damit vor dem kugelfesten Ding im Ketten. Ich bin vorgegangen und habe diese dämliche Tür repariert. Barry. Oh. Das ist ja mal nett. Barry hat ein bisschen Ausstattung da gelassen.
Ja, nehme ich mal mit und. Ja, ich muss eh gleich zu einer Kiste. Und Granaten nehme ich auch nochmal mit. Und Barry hat die Tür repariert. Das ist schon mal gut. Für einer. Du bist was Dickes. Weg mit dir. Es hat gescheppert. Die Tür ist verschlossen. Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Okay. Da komme ich noch nicht rein. Ja. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Die Tür ist da repariert. Wo lang gehe ich jetzt als nächstes? Okay. Da hinten, da. Gut, dann. Auf jeden Fall muss ich hier die Schrotflinte mitnehmen. Klar, ich könnte dich auch mit der Pistole angehen, aber. Schnauze! Oh. Warnung, okay, glaub. Ich pfeife mir mal so ein. Zack, so eine Heilung rein. Ah, nicht prüfen, kombinieren. So, was haben wir hier noch? Ja, ich habe etwas Munition im Raum rechts gelassen. Bedienen Sie sich, falls Sie in einen Schlamassel geraten. Achso, das ist noch die letzte Botschaft. Ich bin dann überlegen, ob ich halt statt hier die Pistole halt die Magnum einpacke. Weil Granaten sind mir erstmal. Zack. Den Granatwerfer würde ich erstmal nicht mitnehmen. Okay, zack. Ne, warte mal, ich nehme mal Magnum Revolver mit plus die Geschosse. So, dann. Okay, das sind zwei ganze Schuss, die ich habe. Aus dem Gewehr. Ja, behalte ich mal. So. Wo gehe ich als erstes lang? Okay, da ist niemand. Okay. So, Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Wo bin ich da? Ah, verstehe.
Moment mal, was passiert? Ah, verstehe, ich werde zerquetscht. Okay. Das heißt, einmal die Statue schieben. Da ist ein Schalter. Drücken. Ja. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das. Halt die Statue da reinschieben in dieser Lücke. Das war's? Nur wegen ein Dolch? Okay, muss ich mal aus. Dolch. Hat das noch ein Loch? Hm, warum nicht? Vor Ihnen ist ein Loch. Sie können nicht weit hineinsehen. Hinabsteigen? Ja. Letztes Buch, Band 1. Okay, warum ist dein Buch? Prüfen. Was bedeutet die Wörter auf den Einband? Hör mal auf. Ah, es war eine Medaille im Buch versteckt. Adlermedaille. Okay, gefunden im letzten Buch, Band 1. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Für später. Okay, ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meine Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 1900,
67. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen und getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu werfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zünde ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genau sehen. Ein Grab und tief in den Stein gemeißelt mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg, Jessica. Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diesen verdammten Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George, Trevor. So, im Namen ist in den kleinen Grabstein eingraviert. Okay. George Trevor. Da ist ein Schalter drücken. So. Wo bin ich jetzt? Ach, das ist doch hier die Küche doch. Ah, weg mit euch. Bäh. Oh, da ist ja noch eine. Oh, voll Spinne. Habe ich noch? Ich habe keine Schrotmunition mehr. Das ist eine Karte vom Villa. Erstes Untergeschoss. Mitnehmen? Ja. Sie haben die Karte, ja. Was haben wir hier? Ah, Schrotflinte. Perfekt. Das ist noch was. Da, was ist hier die Spinne? Oh, pfui Spinne halt. Ich warte. Ich hab Zeit. Der nächste? Ah, komm schon. Na, schieß auf. Dann nehme ich einen neuen Dolch mit. Ah, schade, dass der Kopf nicht zerplatzt ist. Karte. Okay, das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Ja. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. So, sonst ist hier nur außer die Kräuter. Na, Platz habe ich nicht für die Kräuter. Na gut. So, sie haben die Tür aufgeschlossen.
Na, komm mal her. Und nicht zerplatzt, okay. So, Aufzug benutzen? Ja. Ich glaube, in der Küche brauche ich nichts mehr machen. Die können ruhig liegen bleiben. Karte. Okay. Okay, Kräuter. Aber ich habe keinen Platz. Zack. Okay, okay, da liegen Kräuter. Ja, okay, die kann ich da liegen lassen. Auch nicht tot. Okay, Schrotmunition nehme ich gerne. Eine Batterie und ein Batteriepaket für den Elektroschocker. So, Batterie mitnehmen. Ja, die nehme ich mal mit. Und ja, die Patronen lasse ich da mal da. So, sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay. Hier raus. Ich muss Karte. Glaube, ich müsste noch ein paar Vorräte noch gleich besorgen. Okay, da ist auch die Kiste, die ich gebrauchen kann. Ja, sonst bin ich hier praktisch durch. In dem Bereich. Ich brauche da nicht viel nicht zu erledigen. Keiner da? So, sie haben den Helmschlüssel verwendet. Okay. Was haben wir hier? Granaten. Ich habe keinen Platz für Granaten. Okay. Was haben wir da? Ein Dokument erstmal. Brief an den Sicherheitschef. Okay. Vertraulich zu HD-Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens, sammeln Sie 2 Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster. Mit Ausnahme des Tyrants, eliminieren Sie den Tyrant. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung der Arclays-Labors, einschließlich aller Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfalle als tragischer Unfall dar. Falls die Durchführung des Verfahrens innerhalb der vorgegebenen Zeitraum nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. In Notfalls wenden Sie sich direkt an Anschluss 56 an 90.
Viel Glück, Umbrella Hauptquartier. Okay. Ich muss erstmal Platz schaffen. Ich brauche Platz in der Mitte. So. Brauche ich erstmal nicht. Medaille brauche ich nicht. Schlüssel brauche ich noch. Schrotflinte genauso. Ich lege mir nochmal den Schlüssel ab, weil das wird ein kleiner... Ja, wie soll ich das sagen? Das wird halt ein kleiner... Staffellauf. So. Kurz mal die Sachen mal hier holen und dann... Hier die Granaten nehmen. Zack, 18 Schuss habe ich. So, dann... Okay. Moment mal. Lass einen Schalter drücken. Ja. Da hinten liegt noch ein Dolch. So, den würde ich mal gerne mitnehmen. Na, nicht schieben. Ein gelbglühender Edelstein ist das Auge. Wollen Sie ihn herausnehmen? Ja. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Ah, okay. Ah, okay, verstehe. So ein rot-glühner Edelstein ist das Auge. Wollen Sie ihn herausnehmen? Ja. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. So. Ja. Edelstein. Ja, den will ich auch noch mitnehmen. Einen roten Edelstein. Jetzt kommt halt die Frage, wofür brauche ich jetzt den roten? Okay, ein Stierschädel. Ein Stierschädel. Okay. Wofür brauche ich den roten Edelstein? Den gelben weiß ich, wo ich den brauchen kann. Das ist nämlich dieser Tigerkopf.
Der ist nämlich ein Stockwerk tiefer. Also noch in der Haupthalle habe ich noch was vergessen. Ich denke mal, einmal speichern gehen schadet ja nicht. Ist aber auch einiges geschafft bekommen. Die Granaten brauche ich erstmal nicht. Dafür nehme ich den Schlüssel mit. Wo sind meine Farbbänder? So, einmal speichern. Ah, ich habe den besonderen Zombie nicht mehr getroffen. Seit die Hunters da sind. Ah, es soll auch bloß wegbleiben. Okay, den roten Edelstein nehme ich mit. Okay, ich habe jetzt ein volles Inventar. Ja, das passt schon. Im Notfall haue ich eine Heilung rein und dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Hier ist eine Inschrift. Ein Tiger im Glanze des blauen und gelben Licht. Okay. Das gelbe Auge einmal verwenden. Was haben wir hier? Eine MO-Diskette. Okay. So. Zack, und weg bin ich. Ja, klopf mal an. Dann kann ich den Schlüssel auch schon mal. Nee, den Schlüssel brauche ich ja noch. Zack. So, Sie haben den Helmschlüssel verwendet. Ich habe jetzt ein volles Gepäck. Was haben wir da? Hier ist ein handgeschriebener Eintrag, kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde, nicht einmal Sir Spencer. Okay.
Ah, Farbbänder, okay. Wie viel habe ich noch? Okay, 3 Schuss Schrot habe ich. Im Petto. Ah, okay. Dolch mitnehmen, ja. Jetzt habe ich keinen Platz im Inventar. Das ist schlecht. Außer ich fress meine Kräuter, aber die brauche ich ja nicht. Genau, ich mache das dann anders. Ich nehme halt die Abkürzung. Über den Krähenraum. Die MO-Diskette liefere ich ab. Ja. So, nee, da nicht. Kann sein, dass der eine Zombie gleich aufstehen würde, aber das ist erstmal egal. So. Okay, die Diskette, die brauche ich erstmal nicht. Den roten Diamanten würde ich mal mitnehmen. Ich nehme ja eh nur die Schatulle da hinten mit. Ich bräuchte noch Farbbänder. Ja, okay, das passt erstmal. Ja, ich habe keine Zeit, den zu verbrennen. Der ist mir auch egal. Okay, der Türgriff wurde repariert. Ja, Barry hat den Türgriff repariert. So. So, dann hier mal schnell durch. Ich weiß nicht, wofür ich den roten Edelstein noch gebrauchen kann. Scheint für die Schatulle, habe ich das Gefühl. So. So, mal schauen, ob der aufsteht oder nicht. Oh, der ist weg. Ach. Oh.
Okay, Kampfgewehr hab ich noch 9 Schuss. Okay, das sollte reichen. So, Schmuckkasten mitnehmen. Ja. Okay, mal schauen. Mal prüfen. So, es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Keine besonderen Merkmale. Okay. Mal schauen. Ah, zack. Okay, wählen Sie ein Teil aus. Ah, das ist ein kleines Puzzle. So. Das sieht nach unten aus. Ja. Nee, Moment mal. Zack. Könnte so hinhauen. Okay. Warte mal. Wir puzzeln ein bisschen. Zurück. Zurück. Nee, das ist richtig. Okay, das passt so nicht. Nee, das würde auch nicht so nicht passen, aber das würde hier oben passen. Ja, so dann. Okay. Nee, warte mal. Einmal zurück. Du auch zurück. Genau, das passt hier rein. Nein. So, das passt dann hier rein. So, das passt dann hier rein. Na? So. Ja, okay, bisschen Millimeterarbeit noch. Ne? So, dann passt das hier rein. Zack. Und das brauche ich ja nicht mehr zu drehen. Oh, was haben wir da? Darin befindet sich eine Brosche. Okay, keine besonderen Merkmale. Oh, sie hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Okay, Wappenschlüssel. Ah, ja. Auch ganz ehrlich, ich nehme noch mal die Kräuter mit. Dann habe ich noch das rote Kraut noch in der Kiste. Noch kann ich das dann direkt in so ein Dingens verwandeln. Ah, und noch die Farbbänder. Brauche mal ein paar neue Farbbänder. Ich habe hier nicht mehr so viele Farbbänder. Sonst noch was hier?
Okay, könnte das ein Teleskop sein? Es sieht ziemlich alt aus. Eine kunstvoll verzierter Globus. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, schnell wieder dahin. Einmal kurz den Schlüssel benutzen. So, zack, Sie haben den Wappenschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja. Okay, auf jeden Fall. Okay, in dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Okay, in dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Da ist ein Schalter drücken. Ah, es werde Licht. So, Batteriepack mitnehmen. Ja. Haben wir noch was? Nein, den will ich jetzt nicht drücken. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher, fast alles befassen sich mit Biologie. So, was haben wir da? Ah, ein Metallobjekt. Okay. Das könnte ich noch brauchen. Okay, ist hier noch was im Schrank? Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Okay, fast alles befasst sich nur mit Biologie. Ist sonst noch was in den Raum? Da ist noch was. Haha, Schrotmunition. Okay, die hole ich dann sofort ab. Einen Moment. So. Ja, Packung Schrotmunition würde ich schon gerne mitnehmen. Einmal. Ne, einmal das hier. Zack. Dann bräuchte ich mein rotes Kraut. Na? Wo ist das? Ach, hier. Einmal kombinieren. So. Habe ich jetzt zweimal Heilung. Okay. Ich würde sagen, das lege ich noch ab. Ich muss noch das andere Metallobjekt dann noch holen. Batterie, Magnum. Ich nehme auf jeden Fall die Schrotmunition mit, den Schlüssel. Genau, den Schlüssel wird gleich weggeworfen. Ich bin dann überlegen, ob ich den Granatwerfer gleich noch mitnehme. Mit der Sprengmunition plus Brandmunition. Genau. Erstmal hole ich die Schrotmunition. Weil ich habe nach oben noch einen Raum, den ich noch, sag mal schnell, erkunden muss.
Da bin ich dann überlegen, ob ich da ein bisschen dickere Ausrüstung mitnehme. Und dann habe ich noch den Kellerbereich. Zack, nehme ich mit. Kombinieren, zack. So, dann muss ich eine Heilung da lassen. Okay. So. Ach, was mache ich da? Jetzt kommt die Frage, wie rumlaufe ich zum Speicherraum? Ah, ich habe den einen Hunter noch erleben gelassen. Ich laufe oben rum. Der unten ist. Den habe ich noch am Leben gelassen noch. Weil dann speichere ich noch mal einmal ab. Genau, ich kümmere mich erstmal darum. Ja, ist ein bisschen Heckmeck, was ich mache, aber passt schon. Nee, ich laufe direkt dahin. Wow. Dass da Hunters stehen, habe ich jetzt damit nicht gerechnet. Ein Schuss verschwendet, okay. Okay, der steht da oben. Ja. Einmal kurz mal ausstatten. Die Magnum lasse ich da, dafür nehme ich den Granatwerfer mit. Samt Sprengmunition. Na, wo ist sie denn? Ah, hier. Und ich speichere noch einmal. Aber erstmal die hier beladen. So, einmal kurz speichern. Genau, einmal den hier überschreiben. Mitnehmen. Nee, das passt schon. Ich habe genug Munition bei mir. Passt.
So, mal schauen. Okay, da stehen immer noch die Zombies herum. Wie praktisch. So. So, den lasse ich da liegen. So, sie haben den Helmschlüssel verwendet. Sie brauchen diesen nicht mehr. Ablegen. Ja. Okay, Karte. Okay, da ist irgendwas. Ach, Kräuter. Ah, lass dich mal oben mal liegen. Ah. Die Schlange ist da. Das heißt, Granatwerfer. Okay, Schlange. Schlange tot, Schlange kaputt. Ja. Ah, hat sich rentiert, sofort den Granatwerfer einzupacken. So, was haben wir hier? Okay, letztes Band. Letztes Buch, Band 2 mitnehmen. Ja. So, einmal... Hüffen. Okay, was bedeutet wohl die Wörter auf den Einband? Gut, es war eine Medaille im Buch versteckt. So, jetzt habe ich noch die Wolfsmedaille. Ja, da gibt es eine besondere Bedeutung. Achso, der Türgriff ist kaputt. Es wird sich wohl nicht mehr öffnen lassen. Ah, verdammt. Die Tür ist kaputt. Ah ja, das sind noch die Kräuter gemeint. Okay, ja, ich habe hier noch die Säuregeschosse noch in der Kammer noch liegen gelassen. Tatsächlich, okay. So, die Schlange ist fertig. Kräuter brauche ich nicht. So, zack, zack, zack. Ja, ich habe ja noch den Bereich noch unter dem Treppenhaus noch. Unter die große Treppe in der Haupthalle. Ah, komm schon. Ah. Gib mir mein Dolch zurück. Ich glaube, du stehst nicht mehr auf. Ist egal. Ich bin eh hier durch. Da komme ich eh nicht mehr wieder. Warte mal. Die
Medaille kann ich mal kurz da lassen. Weil ich brauche ja eh Platz im Inventar. Die Magnum mit. Ja, komm. Warum nicht? Weil ich bin dann überlegen. Zack. Wo ist meine Magnum? Ja. Ach, hier. Ja, und dann kann ich noch. Ah, kann ich gleich mitnehmen. Ach nee, nicht zu den Huntern. Nee, da nicht, da nicht. Nee, bleib mal schön da. Ich gehe ja schon. Ich vergiss das immer wegen den speziellen Zombie, der noch rumgelaufen ist, halt. Den ersten Abschnitt. So, einmal hier. Ach, meine Güte, ne? Damit habe ich gerechnet, dass er kommt. Ich wollte ja noch die Säurepatronen mitnehmen. Für den Granatwerfer. Dann bin ich auch hier fertig. Ja gut, dann kann ich noch eine Heilung mir noch mal kurz zusammen mixen. Wenn ich schon mal da bin. So. Einfach mal kombinieren. Zack. Okay, der Türgriff ist kaputt. Es wird sich wohl nicht öffnen lassen. Okay. Ja, wenn kaputt ist, ist es kaputt. Eine asiatische anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Ja, okay. Ich gehe jetzt nochmal zur Kiste. So, zack. Kann man schon mal mitnehmen halt. Was haben wir hier noch? Eine beschädigte Statue einer Göttin. Oh, leider kaputt. Bisschen. Dann hole ich einmal diesen Objekt, der mir noch fehlt. Okay, okay, das sind zwei Hunters. Ich da am besten vorbei an den. Da sind die Türen kaputt.
Ja, okay. Ach, den einen Hand habe ich ja weggemacht. Dann passt das. Weil ich will bei denen die Munition nicht verbrauchen. So. Gut, dann kann ich hier schon mal einmal mein Inventar ein bisschen nur neu sortieren. Mehr brauche ich ja nicht. Das brauche ich erstmal nicht. Genauso wie das hier. Die brauche ich nicht. Was ich aber mitnehme, ist das hier. Und das. Ja, sonst brauche ich erstmal gar nichts. Die Hunters sind weg. Okay, jetzt brauche ich noch das eine Wappen noch. Bei dem Krähenraum. So, zack. Na, komm, da immer durch. Weil ich bin ja noch nicht ganz fertig hier mit dem Herrenhaus. So. Moment mal, ich hab... Stimmt, ich hab was vergessen. ich hab das Emblem vergessen. Ach ja. Guck mal, da war ich schon 3 Schritte weiter. Aber eins habe ich vergessen, nämlich das Emblem hinten vom Innenhof wieder mitzunehmen. Ach, kann passieren. So, zack. So. Okay, das Wappen passt genau in der Einbuchtung. Ja, das nehme ich mit. Dann. Die Tür ist da abgeschlossen. So, dann. Speichere ich mal kurz ab.
Okay, ein Farbband einsetzen. So eine alte Schreibmaschine. Ja, möchte ich speichern. So. So, dann geht's Richtung Treppe von der Haupthalle. So, genug Heilung habe ich ja. Was noch? Ja, nur ein bisschen Munition ist knapp, aber sonst passt das alles. So. Einmal. Und zweimal. Oh, das brauchen sie jetzt nicht? Moment mal. Ah, wahrscheinlich stehe ich falsch. Okay, die andere Einbuchtung sieht irgendwie eigenartig aus. Nein. Keine besonderen Merkmale. Okay. Das brauchen sie nicht. Ach, da fehlt noch was. Ah, da fehlt noch was. Jetzt fällt es mir gerade ein. Prüfen. Der Rand fehlt. Okay. Da bin ich doch ein bisschen zu früh dran gewesen. Da ist nichts, da ist nichts. Da sind nur Kräuter. Da sind auch nur Kräuter. Ja gut, dann bin ich jetzt erstmal durch. Kann ich trotzdem schon mal da lassen. Ich werde mich gleich kaputt lachen, wenn das nicht passt. Ach, herrlich. Mal schauen. Nee, sonst habe ich ja soweit alles, ja? Irgendwas fehlt, hab ich das Gefühl. Ich schau mich hier noch. Ich setze mal das eine Teil mal ein. Wenn das nicht funktioniert, dann fehlt mir da was.
Mal schauen. Okay, da fehlt der Rand. Ach. Ja gut, okay. Jetzt muss ich dann überlegen, wo kriege ich nochmal den Rand her? Da nicht, da nicht, da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Okay, dann kriege ich den komplett woanders her. Das sind die Kräuter. Da war auch irgendwas. Das sind auch Kräuter. Na gut, dann, ach, Objekt wieder herholen. Ach, herrlich. Okay. Gut, speichern brauche ich ja nicht halt. Ey, wenn ich hops gehe, dann gehe ich halt hops. Dann speichere ich mir schon mal die Lauferei ein. So, okay. Genau, da fehlt der komplette Rand. Ja, dann laufe ich zurück zur Kiste. Muss noch ein paar andere Sachen mitnehmen. Ich bräuchte dann einmal die Kurbel plus die Batterie. Na, sonst brauche ich dann nichts mehr. Doch, und das Objekt da. Heilung nehme ich dann von Schuppen mit. Ja, es war praktisch jetzt 10 Minuten umsonst gelaufen. Aber okay, kann passieren. Bin ja halt ein bisschen eingerostet halt, aber passt schon. So, speichern brauche ich ja nicht. So, dich brauche ich nicht. Dann, ein bisschen überlegen, die Pistole mitzunehmen. Weil aktuell brauche ich da keine Magnum erstmal. Achso, und ich brauche noch die quadratische Winde und einmal die Batterie. Ja, das passt. So. So. Mal das hier. Ah, ich habe die. Ah, ich habe vergessen, die Heilung abzulegen. Ach, was bin ich vergesslich.
So. Ich wollte ja das Spray noch mitnehmen. So, meine Güte. Bin ich ein bisschen dusselig im Kopf, aber das passt schon. So. Das lasse ich auch mal da. So, jetzt aber. Okay. So, das Spray lasse ich erstmal noch stehen, weil ich muss noch ein paar Kräuter noch mixen. Genau, einmal die Kräuter. Ah, kann ja sein, dass ich dann wieder vergiftet werde von diesen kleinen Schlangen. Kombinieren, zack. Dann kann ich auch direkt die Pistole ausrüsten. Hier runter. Nehme ich mit. Einmal darüber. Sind schon wieder die Schlangen. Ah, schon wieder vergiftet. Ah, verdammte Drecksviecher. Vergiftet. Gesund. Lass mich in Ruhe. So, einmal die Batterie einsetzen. Ja, immer mit in Ruhe. So, jetzt muss ich die Kurbel einmal benutzen. So, der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. So, jetzt. Zack. So, jetzt kann ich nämlich durch diese Dingenskirchen durchlaufen, wo der Wasserfall war. Aber ich muss doch die Runde machen.
Und ich laufe daran vorbei. Ja, dann speichere ich Munition. Aber Schrotflinte ist mir zu wertvoll. Okay. Okay. Was war das denn? Okay, der eine Hund ist schon mal quer durch den Bildschirm geflogen. So. Okay, das ist eine Leiter. Ganz ehrlich, bevor ich da die Leiter runtergehe, speichere ich noch einmal woanders ab. So. Weil das hat nämlich einen triftigen Grund, dass ich da abspeichere. So, in der Resistenz, weil das ist jetzt gerade der nächste Speicherpunkt spontan in der Nähe. Okay, 5-mal speichern kann ich noch. Das sollte reichen. So, eine alte Schreibmaschine. Ja, möchte ich speichern. Und ich würde mal sagen, das war's dann auch mit dem dritten Abschnitt. Ja, die Rückkehr zum Herrenhaus ist somit abgeschlossen. Nächstes Mal heißt es dann das Tunnelsystem, glaube ich. Ich muss da nochmal nachschauen. Einen Moment. Zack. Genau, der vierte Abschnitt dann halt das Tunnelsystem. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.